Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play NHL 22. Und ja, jetzt sind wir ja in der zweiten Runde der Playoffs. Und heute ist ja Game 1 und Game 2 gegen die New York Islanders. Und ja, wir haben ja letztens 4-0 gewonnen gegen die Montreal Canadiens. Und ja, das hoffen wir natürlich, dass wir das auch irgendwie nochmal wiederholen könnten gegen die New York Islanders, aber das wird auf jeden Fall, glaube ich, ein eher schwierigeres Spiel als gegen die Canadiens, sage ich jetzt mal. Weil die New York Islanders sind natürlich schon eine Hausnummer für sich. Und da kommt auch gleich mal das erste Tor von Sidney Crosby, so schnell. Okay, so damit habe ich jetzt nicht mit gerechnet, aber ich habe nichts gegen. So können wir auf jeden Fall gerne weiter starten. Auf jeden Fall gleich zack das 1-0. Ja, mit der grandiosen Rückhand, mit dem X-Faktor. Aber auch schön gemacht, muss man einfach sagen. Also das war wirklich ein gutes Tor und auch gleich eine schnelle Reaktion, die wir auch gleich mal, ja, gebrauchen können. 0-1 für uns. Ja, doch gleich mal der Face-Off gut funktioniert. Gut, das war jetzt nicht so ein guter. Ah, okay, es geht eigentlich. Wenn es kein Eis gegeben hätte, wäre der sogar gut gewesen. Aber naja, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Oh, komm, komm, komm. Schön. Schöner Poke-Check. Ah, schade. Ja, komm, komm, komm. Schöner Poke-Check von Crosby. Nochmal schön von Letang. Schade. Schade, schade. Ja, wie gesagt, die Montreal Canadiens. Das war nicht gut. Aber beigestellt, aber zu Recht mit Dümmelen. Na, wie gesagt, das dürfen wir halt nicht machen. Das haben wir auch gegen die Canadiens leider zu oft gemacht. Klar, wir haben dafür, wurden bis jetzt noch nicht so bestraft, aber trotzdem, also in den Playoffs sollten wir das trotzdem dennoch nicht zu oft machen. Am besten halt gar nicht. Weil, wie gesagt, es sind die Playoffs, es ist halt nicht die Regular Season, wo man sich das, ich sag's mal noch, erlauben konnte oder erlauben kann, weil wie gesagt ist ja eh, haben wir eh sehr sehr viele Spieltage, deswegen so, das meinte ich jetzt mit kann man sich ja erlauben. So, aber nicht in den Playoffs, weil da ist ja wirklich die heiße Phase. Okay, wir haben den Punkt verloren, habe ich jetzt nicht so mitbekommen. Gut gehalten von Jerry. Gut gemacht. So. Haben noch mal den Face-Off gewonnen für mir den Bulli. Ah, schade. Da wollte ich nach unten passen. Tatsächlich. Hat aber nicht so ganz hingehauen. Oh. Das war aber ein schöner Versuch gerade von den Islanders. So. Na. Lüge. Oh, wir haben da noch den Puck. Ich dachte, die haben den schon. Aber war doch nicht so. Zack zu Marino. Aber wir haben wieder den Puck verloren. Aha. Gut. Gut, 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 gut. Nix da. Schön gemacht von Marino. Na, jetzt kommen, das meine ich, jetzt kommen halt auch die Islanders. Schade. Ich dachte, ich probiere das mal mit anderen aus. Aber ich glaube, sowas könnte man halt wirklich nur mit Crosby machen. Schade, guter Schuss von Letang. Oder den wir hier mit Letang gerade gemacht haben.
Ah, das war ein bisschen zu früh. Also wir sind da, aber auch die Islanders sind da. Ich wollte zurück, ich wollte zurück. Ah, da wurden wir noch ein bisschen reingeschoben. Ah, das war gut gemacht. Aber das war gerade wirklich sehr, sehr gut gemacht. Eigentlich wollte ich, wie gesagt, zurückgehen. Weil ich es ja noch rechtzeitig gesehen habe, dass wir uns halt, oder dass wir halt eine Abseitswarnung haben. Schade. Ashton Reese. Na, schade. Ah, doch nicht so. Ah. Ah, verdammt. Boah, schön gehalten. Jetzt kommt. Ah, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr intensives Spiel gerade. Also noch intensiver als gegen die Canadiens auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also bis jetzt nehmen sich beide Mannschaften nicht viel. Aber das ist gut so. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Also das Spiel befindet sich gerade wirklich auf Augenhöhe. Gegen die Islanders. Das steht auf jeden Fall fest. So, schön. Weddle. Jake Gensel. Schade und Tor! Jason Zucker. Gutes Ding. 0-2. Endlich. Wollte ja auch mal Zeit. Und hat somit auch sein drittes Tor in diesen Playoffs geschossen. Ah, das war. Das war richtig und wichtig. Dieses Tor. Also wirklich, wirklich gut gemacht. Gut, wir hatten aber auch ein bisschen gut Glück, dass der Torwart, vielmehr der Goalie, den Puck so ein bisschen zu uns geschoben hat. Also abgeprallt hat, wie mehr. Muss man auch noch an der Stelle sein. Da hatten wir auch ein bisschen Glück. Und das war gerade ziemlich gefährlich. Auf jeden Fall. Ja, schade. Aber gleich ist das erste Drittel vorbei. Ja, und zwar jetzt. Ja, das erste Drittel ist damit vorbei. Es steht 0-2 für uns. Also bis jetzt wirklich ein, ja, sehr, sehr spannendes Spiel. Ein Spiel auf Augenhöhe tatsächlich. Die ein oder andere Aktion, oder vielmehr, ich hätte auch schon gedacht, dass die New York Islanders hier und da auch schon mal ein Tor schießen. Und ja, wie gesagt, wir machen einfach weiter. Wir haben ja noch zwei Drittels offen. Und da kann sich ja tatsächlich noch was, oder da kann sicher, da kann ja noch eine Menge passieren. Aber auf jeden Fall läuft es bis jetzt sehr, sehr gut für uns. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und abseits für die Islanders. Das ist natürlich nicht schlecht. Oder vielmehr, da beschwere ich mich nicht. Was das angeht. So, Crosby hat den Puck. Wieder Jake Gensel. Na, schade. Ich dachte, das gut geht noch irgendwie, aber war demnach doch nicht so. Eieieiei. So. Der Tang. Boah, schade. Oh, schon wieder abseits. Ah, das muss jetzt nicht sein, aber naja. Wie gesagt, da könnte man ja jetzt argumentieren, ja, wir führen ja 0-2, aber das muss nicht sein. Das sind unnötig. Jetzt habe ich es gesehen, wir waren im Abseitswarnung. Oder wir hatten eine Abseitswarnung. Boah, harter Check, aber gut weggecheckt. Wurde hier Crosby.
Und schade. Boah. Also hier geht es gerade wirklich, also irgendwie im ersten Spiel geht es hier gerade richtig. Hier geht es gerade richtig steil ab. Also wirklich sehr intensiv. Oder wie Lucien Favre sagen würde, sehr intensiv, sehr stark. Boah. Aber auch New York bis jetzt, also kann man eigentlich wirklich nicht kleinreden. Klar, wir haben jetzt wesentlich mehr Chancen, also bis jetzt würde ich auch sagen, ist das 0-2 auf jeden Fall gerechtfertigt von uns. Aber mindestens könnten jetzt die Islanders auch schon mindestens ein Tor haben, oder wenn nicht sogar zwei. So oft wie die vom Tor standen und auch schon eine Chance hatten. So, da war wieder bei Reno. Auf den ist immer Verlass. Auf diesen Mann. Und, ah, schade. So, wir haben jetzt noch 7 Minuten. Wir haben noch 7 Minuten vor uns und das sollten wir eigentlich noch schaffen. Oh. Wenn jetzt nicht die Islanders auf einmal kommen müssten, schon mal zum Beispiel jetzt in dieser Situation, wo es dann doch noch, ich sag's mal, gefährlich wird. Das war dumm. Kein guter Pass. Das war wirklich kein guter Pass von uns. So. Ja, schade. So. Oh, das wir. Nein. Oh, schön gehalten von Jerry. Schön gemacht. Und das meinte ich, auf ihn ist immer Verlass, auf Jerry. Und ja, das zweite Drittel ist vorbei. Es steht weiterhin 0-2. Also bis jetzt wirklich. Also gut, wir haben jetzt in diesem Drittel haben wir auf jeden Fall mehr zeigen können. Auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall. Also das muss man auf jeden Fall sagen. Könnten auf jeden Fall viel, viel mehr zeigen. Als die Islanders. Und das müssen wir jetzt im dritten Drittel auf jeden Fall nochmal weiter fortsetzen. Also das steht schon mal. Auf jeden Fall fest. So. Die nächsten 20 Minuten stehen jetzt an. Na. Oh, das war dumm. Ah, das war nicht dumm. Das war doch dumm. Na, jetzt kommt ein Penalty-Shot. Ist halt wie der Elfmeter im Fußball. Den jetzt hier die Islanders bekommen, bitte. Ja. Ja. 1-2, auf jeden Fall verdient. War aber auch unnötig. Muss man einfach sagen. Das war unnötig, das hätte man auf jeden Fall, oder das mussten wir verhindern. Ja. Jetzt steht es 1-2 und somit sind die Islanders wieder nah dran vor einem Ausgleich, wenn nicht sogar noch so kurz davor, uns noch in die Overtime zu schießen. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Ah, eine Tag. Und schönes Ding, 1-3, Sidney Crosby. Oh, da können wir gleich mal antworten. Und diese Antwort war auch mehr als wichtig. Aber ich würde die Islanders auf jeden Fall noch nicht abschreiben.
Also auf die würde ich immer noch ein Auge werfen. Tatsächlich in diesem Spiel, weil wir haben ja noch 15 Minuten zu 37. Das heißt, es ist noch eine Menge Zeit, die wir hier noch haben. Und ja, und ja, da kommt auch gleich mal das 1:4 von Jake Gensel. Gut, so kann man es natürlich auch machen, die Führung noch weiter auszubauen, und hat jetzt damit auch schon insgesamt 5 Tore in diesen Playoffs. Aber Crosby hat, glaube ich, ein Tor mehr. Also das sind so die beiden, die auf jeden Fall die wichtigsten Spieler sind, gerade in den Playoffs. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Oder eigentlich ist jeder Spieler von uns ja wichtig. Also ich mache da ja wirklich keinen Unterschied, aber wichtig im Sinne von Toren, meinte ich jetzt. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Und da kommt natürlich Malkin. Also wir werden jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel machen. Müssen wir ja auch nicht. Aber ab und zu mal so aufs Tor, weil jetzt Zeitspiel, wie gesagt, wäre schon ziemlich frech. Aber andererseits, wie gesagt, die New York Islanders will ich nicht, auch nicht zu krass überschätzen. Oder unterschätzen vielmehr. Gerade weil es könnte immer noch wieder sein, dass sie zurückkommen, weil genügend Zeit ist ja noch auf der Uhr. Also, ne? Zeit ist halt noch da. Also darüber kann man sich halt wirklich nicht so beschweren. Und zack. Das Kapanen. Und, ah, schade. Na ah, gut, das wollte ich ausprobieren. Tatsächlich. Und ja, Rust. Na ah, schade. Schade, schade. So, und oh, Jerry, gut gemacht. Also darüber kann man sich eher weniger beschweren. Ah. Komm, 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 noch einen letzten Versuch. Ja. Oder doch noch eine Chance. Sollte eigentlich klappen. Ja, schön. Und jetzt könnte man, oder ja, kann man es doch sehr, sehr runterspielen. Wir haben ja noch ein paar Sekunden auf der Uhr. Nochmal eine Chance gehabt von den Islanders. Und jetzt, ja, können wir es runterspielen. Weil, wie gesagt, wir haben es ja wirklich hinter uns. Dann machen wir hier nochmal so einen Pass über die Bande. Passen nochmal hier zu Madison, dann nochmal nach oben. Zu Zucker. Können wir nochmal einmal drauf schießen oder versuchen drauf zu schießen. Und dann machen wir nochmal ein. Boah. Noch ein Powercheck und das war's. 1:4 haben wir gewonnen und stehen damit 1:0 nach Spiel 1. Aber wie gesagt, die New York Islanders brauchen sich nicht zu verstecken. Das war auch eine bärenstarke Leistung von ihrer Seite aus. Also ich musste wirklich auch, wie gesagt, gerade im ersten Viertel und Anfang zweiten Drittel musste ich halt auch sehr, sehr strugglen, was das angeht. Aber wir konnten es dann doch letztendlich doch sehr deutlich für uns entscheiden und stehen damit jetzt erstmal 5:0. Aber, wie gesagt, es ist ja noch eine lange. Oder es steht ja noch eine lange Serie uns bevor. Wie gesagt, im Game 2 könnten sie ja nochmal zurückkommen, die New York Islanders. Und wie gesagt, ich würde sie nicht komplett abschreiben, die New York Islanders, wie gesagt. Und wir können ja nochmal kurz auch nochmal. Ah ne, das machen wir, wenn wir unser zweites Spiel auf jeden Fall beendet haben. Bei den anderen Spielen auf jeden Fall reingucken.
wie es natürlich dasteht. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, bevor wir das machen, mache ich hier einen kurzen Cut und dann hören wir uns gleich wieder zu Game 2. So, Game 2 ist jetzt am Start. Wie gesagt, im Game 1 konnten wir es auf jeden Fall deutlich machen mit 1 zu 4. Aber jetzt ist es natürlich an der Zeit, das weiterzuhalten. Wir sind natürlich heim, das ist das Einzige. Oder ja, könnte man sagen, das ist ja das, was ja uns ja gut in die Karten spielt, dass wir jetzt halt noch heim sind. Das ist wirklich das, was uns halt wirklich extrem in die Karten spielt, weil wir sind eine ja, sehr, sehr heimstarke Mannschaft. Das haben wir ja auch in der Regular Season ja also immer mehr bewiesen, dass unsere Mannschaft halt extrem heimstark ist. Und das müssen wir hier auf jeden Fall weitermachen, weil mit 2-0 wäre auf jeden Fall nicht nochmal schlecht, würde ich sagen. Und ja, wir haben leeres Tor. Und wir machen gleich mal wieder das 0-1. Wieder Sidney Crosby mit dem schnellen Tor und auch gleich mal hier als Ansage mit hier. Wir hören da auf, wo wir letztes Spiel weitergemacht haben. Also, ich beschwere mich nicht. Ich finde das sogar, wie gesagt, mega gut. Gleich so früh ein Tor ist immer richtig und wichtig. Gleich mal zeigen, was man hier oder wer es hier zu melden hat hier in Pittsburgh. Aber wie gesagt, wir haben ja noch drei Drittel zu spielen. Wir dürfen uns nicht zu sehr drauf versteifen. Dann kommt halt gleich sowas. Ein extrem harter Hit von den New York Islander Spielern und ja. Ja, extrem guter Punktcheck von Dümmelen. Und ja, Jack Gensler, also wir haben eine Abseitswarnung. Aber wir wurden jetzt auch gerade ein bisschen kurz zurückgehalten oder zurückgedrückt. Sag es mir, und da kommt gleich mal das 0-2 Bunting. Also heute sind unsere Jungs sehr, sehr gut drauf. Also die haben halt wirklich, also die haben wirklich Lust in den Playoffs. Also sie wollen das Ding auf jeden Fall wirklich dieses Mal wirklich holen. Nachdem was ja letzte Saison genau in derselben Runde ja gegen die Flyers, wie gesagt, gegen die Flyers rausgeflogen sind. Und jetzt denken sich die Jungs, nee, wir haben Bock, wir sind motiviert, wir wollen unbedingt, diesen Pott haben. Jerry, schöne Leistung gerade im Tor. Schön den Puck hier weggeschoben. Rust. Ah, gut gehalten. Und das finde ich halt super, weil ich habe ja auch gesagt, wir haben ja diesmal ein klares Ziel. Wir wollen den Stanley Cup haben. Aber wie gesagt, davor ist halt auch ein extrem weiter Weg. Aber dass das bis jetzt so gut ist, das freut mich ja. Aber wir dürfen das zum Beispiel nicht machen, aber wir dürfen das jetzt halt auch nicht auf die zu leichte Schulter nehmen. Weil wie gesagt, wir müssen ja auch noch nach New York hin und da ist New York eigentlich ja immer sehr, sehr heimstark. Zumindest gegen die beiden New York Teams hatten wir heim eigentlich immer unsere Schwierigkeiten. Klar, wir konnten auch manchmal gut gewinnen, aber das war wirklich, also heim war mehr unsere Stärke, auswärts war so unsere Problemzone. Aber naja, auf jeden Fall gut durch. Ja, haben wir das mal gut durchgekämpft erstmal, aber jetzt. Ja, da kommt Bressel und Jerry. Dachte, da kommt was. Gut gehalten von Jerry, von unserem Goalie. Auf den ist halt, wie gesagt, immer noch extremer Verlass. Und das war sehr, sehr knapp. Also das war gerade wirklich super, super knapp. Aber naja. Boah. Eieiei, Hilfe.
Da geht's. Da. Abseitsförderung. Okay, abseits. Ich glaube für New York. Ja, da sieht man es bei den Toren. Das habe ich diesmal gesehen. Sidney Crosby hat 6 und Jack Gensel hat 5. Ich glaube, das war jetzt noch auf die letzte Partie hier bezogen. In den Playoffs. Und Crosby, der hat ja wie gesagt, er hat Bock. Und da wäre schon fast wieder. Also Crosby ist gerade in den Playoffs gerade nochmal auf einem neuen Level hervorgehoben. Was ich halt extrem gut finde. Und zack. Schöner Poke-Check von Crosby. Da ist Marino. Ah, schade. So. Komm, komm. Na. Oh. Und das war gerade extrem knapp. Also wirklich sehr, sehr extrem knapp. Das war generell so gerade eine extrem wilde Phase gerade vom Tor. Also da kann man nichts sagen. Abseitswarnung. Nochmal zurück. Und Amarino. Ja, noch 3 Minuten auf der Uhr. Ah. Ja, nochmal schön gemacht, schön abgeblockt. Von unseren Spieler, Serena. Oder Sohorna. Glaube ich, war's. Patterson. Ja, schön. Naja. Noch 34,8 Sekunden auf der Uhr und dann ist das erste Drittel vorbei. Also, jetzt kommen immer mehr die New York Islanders. Auf jeden Fall. Die haben immer mehr Bock. Grad. Gutes Ding. Na, schade. Naja, erstes Drittel ist vorbei. 0:2 steht's. Ich würde sagen, ein gelungenes erstes Drittel auf jeden Fall. Also darüber kann man sich überhaupt nicht beschweren. Wir haben noch 2 Drittel offen. Das heißt, wir können da entweder nochmal extrem nachlegen, vorlegen, meine ich jetzt, oder die New York Islanders kommen nochmal, weil gerade gegen Ende, muss man sagen, kamen die sehr, sehr stark. Und da müssen wir jetzt aufpassen, dass sie jetzt doch nicht ihr, doch noch, sage ich es jetzt mal, noch 2 Tore schießen und dann steht es hier 2:2. Deswegen, da müssen wir jetzt aufpassen. Aber das sollten wir eigentlich gut hinbekommen. Und ja, deswegen Dümmelen. Und da ist Sidney Crosby. Und ah, schade. Da wollte ich einen Pass nach unten spielen. Tatsächlich. Aber das hat dann doch nicht so ganz funktioniert, wie ich es mir erhofft habe. Wie ich es mir vorgestellt habe. Aber naja. Wir haben ja jetzt wieder den Puck, ja, wieder zu Jake Gensel. Gut gehalten. Von dem Goalie. Von den New York Islanders. Und ja. So, da war noch gerade noch mal ein extrem harter Check von uns. Oder vielmehr Hit. Oder was war da? Du zang und das Tor! 0:3 von Malkin. Klar, das war ein bisschen so reingekullert, kann man sagen. Ja, so ein bisschen. Aber wie gesagt, das Tor nehme ich gerne an. Also, da beschwere ich mich halt wirklich wenig. Also, da beschwere ich mich halt wirklich da eher weniger. Über dieses Tor. Also, ja, da kommt Heinen, schade.
Auch ein extrem wichtiger Spieler für uns. Und der macht ja gleich das 0:4. Danton Heinen. Der gerade tatsächlich sein erstes Tor in den Playoffs geschossen hat. Ich dachte, der hat schon eins. Aber naja. Ja, da kommt auch Walkin mit seinem X-Faktor-Panzer, den er hier eingesetzt hat. Und dann konnte ja Danton Heinen gut das Tor machen. 0:4 im zweiten Drittel. Also bis jetzt läuft es mega. Zumindest heim. Wir müssen ja jetzt auch nach dem, also nach Game 2. Wie gesagt, müssen wir halt noch nach New York. Und da kann es halt wieder. Da kann es halt wieder ganz anders aussehen. Da kann es halt natürlich sein, dass wir irgendwie dort wegdominiert werden. Und ja. Oh, da kommt gleich das nächste Tor. 0:5 wieder von Danton Heinen. Also ich merke schon, wenn neue Schütze kommen, dann schießen sie meistens auch nochmal zwei Tore, um wirklich hier zu zeigen. Hier, ich bin auch noch da. Das ist aber auch ein extrem knappes Tor. Tatsächlich. Ja, der hätte auch gut, gut daneben gehen können, aber... Aber gut, der ist Gott sei Dank drin reingekommen. Wie gesagt, 0:5. Also das ist wirklich eine Machtdemonstration, die wir hier heute bei Game 1 und Game 2 hier zeigen. Hier gerade. Also diese beiden Spiele. Oder vielmehr, das Spiel läuft gerade wirklich. Also das Spiel läuft gerade wirklich sehr, sehr perfekt für uns. Also darüber können wir uns überhaupt nicht beschweren. Und ja. Auch die Islanders, sie kommen gerade nicht in Fahrt, wissen noch nicht so, wie sie drauf antworten können. Sage ich es jetzt mal. So, mit dem Pokecheck schön weggeschossen. Hab ich jetzt gerade so das Gefühl, dass sie gerade gar keine wirkliche richtige Antwort noch finden. Aber gut, was soll man noch bei einem 0:5? Bis jetzt sagen, muss man halt auch fairerweise sagen. Wie gesagt, ich kann mich da ja noch an den Edmonton Oilers erinnern, wo wir da, glaube ich, 6-2 oder 6-3 auf die Mütze bekommen haben. Da wusste ich auch keine so richtige Antwort. Da ist Bluger. Na, ah, schade. Boah, das war gerade sehr, sehr knapp. Naja, noch ein paar Sekunden. Ja, 8,9 Sekunden. Auf der Uhr. Ja, noch ein Tor bis zum Hattrick. Von Danton Heinen. Na ja, gut, bei den Bullies, da hat die New York Islanders die Oberhand, logischerweise. Und das zweite Drittel ist damit vorbei. Es steht 0:5. Also wie gesagt, im ersten, also im dritten Drittel können wir uns eigentlich zurücklehnen. Und können eigentlich Halbgas spielen. Aber das könnte wiederum auch ein Nachteil werden. Deswegen glaube ich, werden wir weiterhin auf Top-Niveau natürlich weiterhin spielen, so dass das wir natürlich nicht irgendwie in alte Muster oder so verfallen, sodass wir irgendwie uns doch nicht zu sicher fühlen. So, Gensel. Ah, schade. Da war gerade Bunting. Na, schade. Oh. Boah. Okay, das war jetzt gerade trotzdem knapp. Gerade die Szene. Und da kann man da sagen, was man will. So, zack. Schönes Ding. Ja, ein bisschen weiter nach oben.
gesetzt. So. Oh, mit dem Poke-Check. Ja, wir müssen die Strafe. Ah, das müssen wir, dürfen wir trotzdem nicht. Also das. Also Powerplay gegen uns. Das zieht sich auf jeden Fall bis jetzt wie ein roter Faden gerade. Durch die Playoffs. Aber halt auch unnötig, muss man sagen. Und. Ja. Oh. So. Ich werde aber jetzt nicht auf Ernst irgendwie versuchen, die Uhr runterlaufen zu lassen, weil wie gesagt, wir stehen 0-5, also da. Ne, soll jetzt nicht abgehoben oder so klingen, aber da können, aber da kann man es sich ja jetzt erlauben. Außer es wäre ja trotzdem immer noch 5-3. Aber bei 5-4 sehe ich da jetzt noch kein Problem. Oh, ich dachte, da kommt jetzt so ein, noch ein kleiner Ehrentreffer. Ah, die Islanders, die haben aber Bock. Jetzt, also jetzt haben sie wirklich Lust, zumindest ein Tor, glaube ich, noch zu schießen, um zu zeigen, hier, wir sind auch noch da. Und, ja. Aber das sollten wir. Ah, ja gut, warum passen wir auch zu dem Goalie hin von den Islanders? So. Schöner Poke-Check. Na, ah, schade. Ah. So. Ja, da ist der Puck auch mal rüber geflogen. Wir haben noch 10:38 auf der Uhr. Und ja, bis jetzt, wie gesagt, also Stand jetzt sehe ich da auch noch keine so. Oh, warte. Nie zu sicher fühlen, Frederik. Nie zu sicher fühlen. Das wurde in diesem Let's Play auch oft zu unserem Nachteil. Wenn ich mich da halt nochmal an Randy Pick Jets nochmal dran erinnere. Da war ja auch 4-1 oder 4-0 geführt und da kamen ja die Jets ja auch nochmal extrem stark wieder zurück. Muss man sagen. Ja. So. Ja, schade. Na, noch ein bisschen weiter nach oben. Ja, Icing. Ja, das sind unsere Jungs, die bis jetzt hier die Tore gemacht haben. Oder, glaube ich, waren auch jetzt auf Tore, oder? Oder es war eine andere Statistik. Wie gesagt, ich kann es nie so wirklich richtig sagen, weil es geht ja immer so schnell weg. Aber da könnt ihr ja immer, Gott sei Dank, Pause drücken. Und dann könnt ihr ja euch da ja die Statistik nochmal in Ruhe ansehen für die ganzen Statistikfreunden. Und ja, das ist ja das Gute. Abseitswarnung, die werden wir auf jeden Fall auf jeden Fall umgehen. Ah, schade. So. Sag schön. Ja. Ja, gut gemacht von Jerry. Gut gehalten. Wir haben jetzt gleich noch 2 Minuten nur noch auf der Uhr. Vielmehr 3. Und dann ist das Ding auch gleich hier zu Ende. Ja, schade. Gut gemacht von Bluger. Ja, hier den Puck kurz weg. Ja. Ja, aber. Ja, schön hier.
erstmal weggemacht mit dem Pokecheck. Und wenn wir den Puck haben, dann können wir eigentlich auf Zeit spielen. Machen, aber New York denkt sich so, nö, wir wollen trotzdem nochmal versuchen, einen Ehrentreffer trotzdem dennoch zu machen, aber naja. So, wir haben jetzt gleich 20 Sekunden noch auf der Uhr und dann ist das Spiel auch gleich beendet, während hier aber die, also die Drücke, die aber auch gerade. Muss man hier sagen. So, aber jetzt auch nicht mehr so lange, jetzt noch 5 Sekunden. Und das Spiel ist jetzt vorbei. Ein Drittel. Wir haben es gewonnen. 0 zu, wir starten in die Series mit 0 zu 2. Was ich halt extrem gut finde. Kann mich nicht darüber beschweren. Und ja, aber wie gesagt, wir dürfen das jetzt auch nicht zu sicher fühlen. Klar, wir haben jetzt zwei extrem starke Spiele gehabt, aber ihr seht es auch an den Schüssen. Also die New York Islanders, sie können auch tatsächlich zurückkommen. Und das Problem ist, die nächsten zwei Spiele, also Game 3 und Game 4, finden halt in New York statt. Das heißt, sie, da können sie halt wirklich nochmal zurückkommen. Und ja, das wird dann natürlich eine interessante Kiste. Und ja, ja, das Spiel wollen wir beenden. Aber trotzdem nehmen wir es natürlich mit, diese zwei extrem guten Spiele, einmal 1-4 und einmal 0 zu 5. Natürlich nimmt man das dann, ich sag's mal, gerne mit. Ich wollte ja nicht simulieren. Wir wollten jetzt natürlich auch auf die anderen Spiele gucken, die wir ja jetzt noch in den Playoffs haben, weil wir sind ja nicht die einzigen Spiele, die ja jetzt schon zwei Spiele beendet haben. Und zwar führen wir logischerweise einmal 2-0, dann die das Spiel zwischen den Tampa Bay Lightning und Boston Bruins steht 1-1, also da ist auf jeden Fall eine ganz, ganz enge Kiste. Vegas Golden Knights gegen Calgary Flames, da steht es 2-0 für die Vegas Golden Knights. Muss aber nicht heißen, wie gesagt, die können auch nochmal zurückkommen, wie bei unserem Szenario. Oder die Vancouver Canucks gegen die Winnipeg Jets, da führen Vancouver Canucks, da führen die Canucks auch 0-2. Aber wie gesagt, da kann es halt bei unseren drei Szenarien, auch wenn wir jetzt, ich sag's mal, dominieren, da kann halt die Gegnermannschaft noch jederzeit zurückkommen. Selbst bei einem 3-1 tatsächlich oder bei einem 3-0 oder sonst was, da können die halt natürlich zurückkommen. Und ja, es wäre natürlich cool, wie wir's, wenn wir es halt wie gegen die Montreal Canadiens halt natürlich haben, dass wir es halt nochmal ein 4-0 machen, aber naja, darauf will ich natürlich nicht spekulieren. Wir werden jetzt nochmal kurz bis zum nächsten Spiel nochmal simulieren. Das kann man machen. Und dann werden wir dann Game 3 und Game 4 nächste Woche spielen. Und ich hoffe, euch hat dieser Part von Let's Play NHL 22 gefallen. Wenn es dem so ist, dann könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Darüber würden wir uns natürlich drüber freuen. Und das würde das Projekt 3 Amigos hier gut unterstützen. Und wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, dann könnt ihr auch mal bei uns auf dem Kanal vorbeischauen. Da findet ihr auch nochmal sämtliche Playlisten von angefangenen und von beendeten Let's Plays. Die Namen stehen auch nochmal in den Playlisten, so dass ihr wisst, wer welches Projekt gemacht hat. Und wenn euch das Ganze dann zusagt, dann könnt ihr ja auch ein Abo da lassen. Keine Sorge, ist keine Abo-Falle, wo ihr dann immer monatlich immer eine X-Summe zahlen wird oder zahlen muss oder es wird immer wieder teurer. Nein, das ist ein kostenloses Abo. Ihr bekommt dafür auch kostenlosen Content jeden Tag immer um 17 Uhr, außer Freitag. Und dann würde ich sagen, hören wir uns oder wir hören uns spätestens nächste Woche wieder. Also nächste Woche Montag bis Mittwoch wieder mit Sonic Colors und NHL 22. Ihr hört morgen dann den guten Rufen wieder zu Let's Play The Last of Us Part 1. Und dann sage ich erstmal Tschüss und bis dann. Ciao.